Hi, willkommen zurück bei War of the Chosen. Dann gucken wir mal, dass wir weitermachen. Und zwar da ist der Jay wieder fertig mit der Ausbildung. Sehr schön. Was ist denn da schon wieder los? Okay. Commander, die Aliens arbeiten immer noch am Avatar-Projekt. Ja, Die ist nicht so Zerstörung schlimm. dieser Einrichtung würde ihre Bemühungen Bollwerk. deutlich zurückwerfen. Wahnsinn oder standhalten. Machen wir Ermunterung. Das ist auch richtig cool. Das ist richtig cool, Ermunterung. Oh, schon ein neuer Insatz. Herzlichen Glückwunsch. Okay, auf. Sieh ich mal gucken. Also, Schwarm verloren hat. Das ist mal relativ egal. Verdecktes Ereignis, Ingenieur, der Nummer super toll brauche. Das ist uncool. Aber ich würde doch mal gerne wissen, was das ist. Wir haben viel Infos. Decken wir mal auf. Oh, nee. Nee, 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 nee. Oh, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Die Machtdemonstration. Die Attentäterin könnte kommen. Die ist Skelette Templar, glaube ich. Okay, wir müssen was hacken. Das ist schon mal okay. 11 Feinde. Feind unbekannt. Wir haben doch schon alles. Machen wir mal Andromedon, Phantom. Legendärer Geistbändiger-Sektuit, okay, fortgeschrittener Hüter, Elite-Angreifer, Elite-Priester, Feind unbekannt. Keine Ahnung, was das ist. Setze Kurs auf Haben doch schon die alles. Mehr der westliche Sektorpod, Zone. mehr eine Gatekeeper. Ist das vielleicht irgendwas von dem Better Advent oder so? Möglich. Aber dann würde ich es wahrscheinlich gar nicht wissen, was das ist. So gut. Wer ist denn alles fit? Ich würde sagen, Rafi kommt mit. Und dann nimmt er der Ronny mit. Der Allel könnte man mitnehmen. Oder der Mark, kussende Daniel. Das ist eine richtig gute Idee sogar. Wir brauchen noch Spezialist auf jeden Fall. Wer hätte Zeit? Patrick, hast du Zeit? Ja, du hast sogar Zeit. Wohl. Jasmin, das wäre dann auch cool. Jasmin, könnt noch ein bisschen warten. Sagen wir mal, ich nehme den Patrick mit. Dann könnte ich ihn dann noch mitnehmen. Es ist nur schwer. Denn da, wir haben schon so ein gutes Leiterstor. Der Raffi ist sowieso. Roni ist auch schon Leutnant. Oh, Raffi hat aber auch ziemlich niedrige. Na egal, der kommt mit. Da führt Gewicht dran vorbei. Nee, Private. Uff, Private, das ist mir ehrlich gesagt zu hart. Was ist mit dir, Jay? Ah, du hast noch zu wenig Fähigkeiten. Noch gar keine aktive Fähigkeit, oder? Inspirieren, leere Spalt, Bollwerk, obwohl. Inspirieren und leere Spalt. Das wäre eventuell was. Könnte man sonst schon mitnehmen? Ich könnte eventuell, du musst ja ein bisschen erholen. 2 Ranger. Ist bestimmt nicht verkehrt. Ich könnte 2 Scharmützler mitnehmen. Das wäre doch ein Spezi, oder? Das wäre doch richtig witzig, wenn man das mache. Bin am Überlegen, oder soll ich die. Ne, du gehst dann lieber für die nächste Mission mit Jasmin. Ich glaube, ich nehme 2 Scharmützler mit. Ah jo, das machen wir. Das soll ich auch noch nicht bis jetzt. Okay, Raffi ist, warte mal, fast. Ostbombe und
du mal Bluescreen instecken. Was hast du für ein Gewehr? Nee, dann nimm schon mal bitte das hier. Das hat überragender Schaft. Der Ronny. Das hier, das hier, das hier. Sowas. Daniel. Sturmkanone. Das da. Zack. Das und das. So, du nimmst das Spezialgewehr mit und panzerbrechend. Oh ja, oh ja, oh ja, das ist bestimmt witzig. Patrick, du könntest das Ding mitnehmen und dann natürlich die zwei. Gott, das müsste ich dir noch. Oh, du könntest dann Drachengeschosse eventuell mitnehmen. Kann ich dir noch was Gutes dran machen? Komm, Mehrlader, ein billiger. Überragender Stecher. Hm. Ja, wieso eigentlich nicht? Wieso eigentlich nicht? Ja, das ist okay. Lass mal gucken, wir haben nicht so viel Granate wie das letzte Mal, aber ja, das ist okay. Wir haben ja nicht so viel Feinde. Vor allem hier so üble Arkon-Invasion und Gatekeeper. Ist doch schon ein bisschen was anderes. Aber warte. Ja, stimmt, die Attentäterin könnte kommen. Ja, einfach mal schauen. Ich meine, im Zweifelsfall geht's schief. Aber das wollen wir ja nicht. Das wäre schlecht. Und da müsste man echt mal überlegen, ob man die letzte Mission, der Jäger mal in seinem Versteck überfällt. Und da müsste halt meine ganze gute Soldate. Müsste fit sein und ich hätte gerne die Plasma-Lanze. Ja, du hättest ja schon gerne alle Firepower, wo ich kriegen. Der wäre auch. Richtig geil wäre es, wenn der Jade demnächst im Stasis kriegt, weil dann könnte man ihn wirklich mitnehmen. Dann ist er eine Riesenhilfe, wenn er das hat. Wir haben das Advent-Datenarchiv in der Nähe ihrer Position geortet. Aber Vorsicht, beim Ziel befinden sich selbstauslösende Sprengladungen. Rücken Sie vor, um das Paket zu entschärfen und zu extrahieren. Okay, wir kommen von der richtig seid. Das ist okay. Verstanden. Daniel. Bewege mich zum Ziel. Dann geh du mal vor. Und zwar kannst du gar nicht so viel. Ah, geh mal hier hin. Ich habe hier feindliche Aktivität. Was ist das? Elite Medi-Drone. Was zur Hölle? Oh, da ist wer dabei. Revolverheld. Huhu. Was sieht denn Patrick da? Oh. Hallo. Du kannst was hacken. Was haben wir dann überhaupt? Überschreiben. Guck mal kurz gucken, was das ist. Das durchstört die Unit. Einfach mal gucken, kostet nichts. Ach. Joa. Joa, das. Joa, wieso eigentlich nicht? Das machen wir, wenn sie uns eh schon entdeckt haben, dann wäre das eigentlich gar nicht schlecht. Du gehst mal nach vorne. Unser Revolver hält. Geht mal hierher. Revolver hält, aka mobiles Mimic Beacon. Raffi kommt hierher. Ronny. Nein! Ronny, hierher. Verdammte Axt.
Der Markus. Ja, kommen wir ganz nach vorne. So, du gehst auf Feuerschutz. Gucken wir mal, was die Jungs machen. Oh. Also wenn das da jetzt käme, das sind zwei Phantome. Nicht so weit gehen, dann wäre das da ein richtig geiler Granateangriff. Buffy, komm mal her, wo ist er dann? Oh ja, oh ja. Aber hallo. Irgendwas machen? Nö. Man, that sounds like fun. Oh ja, das ist doch richtig schön, die Granate. Das wäre mit dem Schnitter auch ganz gut gewesen. I'll get some popcorn. Sehr schön, Armor ist fast weg. Okay. Die Medi-Drone. Machst du das, was ich denke, dass du machst? Okay, gib nur Heal auf deine. Ist okay. Wenn es Season du, das Phantom, das wäre natürlich recht geil, weil du hast Bluescreen drin. Machen wir das doch direkt, Mo. Zack, und das war's. Okay. Die Jungs dürfen zwei Mo schießen. Ja, das wäre gar nicht schlecht, wenn du da die Kille von Spatzen kannst schon mal vorbeischießen. Ist ja auch gut. Ah, er trifft. Ich höre, das sind jetzt absolut Kackchancen, aber mach mal. Wir haben dich dabei. Wow. Guck da echt denn an. Der hat jeder Schuss getroffen. Was ist das für ein Tier? Mit denn eine schlechte Chance. Ich bin beeindruckt. Da kannst du mit Gerechtigkeit. Ist eventuell gar nicht schlecht. Probier mal. Komm her und hol da mal nie ab. Zack. Die hat er. So, wir geben drei Dings, das ist auch okay. Wir müssen was geht denn eine Borsch machen. Tja, dann musste Daniel wohl sein Mimik Beacon, oder kann ich hier mit Kampfpräsenz noch irgendwas machen? Das da bringt eher nichts. Nee, du musst den Mimik biegen. Das hilft anders nicht. Aber du kannst schon mal so schießen. Weil das lassen wir uns nicht nehmen. War Stecher, natürlich. Wow. Wow. Also, diese Treffer, aber ey. 68. Komm, hopp, wenn man. Zack. Okay, der kann jetzt nur Nahkampfangriff machen, aber ich glaube. Moment. Hä? Wieso bist du komplett kaputt? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Hä? Wieso ist denn der jetzt weg? Also ich bin jetzt komplett verwirrt. War das besondere die Form von Andromedon? Oder sieht man denn jetzt nicht? Oder. Ah, den müsste man sehen. Wollen wir dann. Warte mal noch auf was. Ich bin jetzt echt verwirrt.
Taktische Analyse, was machst du? Schrecken. Das ist okay. Bei der Rückkehr zur Basis müssen wir unseren Soldaten Zeit geben, sich mental und körperlich zu regenerieren. Ah, Mist. Das wäre zu schön gewesen. Was machst denn du? Ne, das war nett abgesprochen so. Ach ne, du bist ja immer noch. Okay, gut. Die haben nur gesehen. Aber wieso sollst du fortgehen? Naja, okay, gut. Ich meine, solange er uns nicht haut. Na gut, ja. Kannst du haben. Nee, das wäre Verschwendung. So. Das ist doch schon besser. Du, warte mal. Du kannst dich doch am... Okay. Will ich mal schnell rächen. Hast du überhaupt den Stecher dran? Mehr laden. Ne, ich will den da, der garantiert trifft. Zuerst will ich mal noch. Kann ich irgendwie. Okay. So, nein. Schieß mal auf den. Wow. Also. Aber er trifft so richtig gut. Und er hatte Beförderung. Das finde ich richtig geil. Komm, dann musst du halt. Weil du hast einen Stecher. Und da will ich auch mal sicher gehen. So, beste Monolade. Was du machst, du machst. Nee. Du musst ihn heilen. Das ist erstmal ganz wichtig. Lade mal Mono und du. Oh, Feuerschutz. Setze Kletterhaken ein. So, und Ronnie muss noch mitkommen. Aber wir wollen nicht so viel. Wir gehen jetzt erstmal nur hier hin. Jetzt müssen wir hier dummerweise rumgehen. Und das kann doch unser Revolverheld machen. Da ist noch nichts. Ich hoffe, das war es nicht zu weit. Nee, das ist noch okay. Daniel, warte mal. Dammit. Habe ich irgendjemand, der immun ist? Und los geht's! So, warte mal. Ich habe sonst Kenner mit Bollwerk oder der Raffi Bollwerk. Ne, du bist auch nicht immun oder Game. Komm mal hierher. Ah, den nächsten Runde könnte ich dann noch Hecke. Das wäre nicht schlecht. Allel, du hast auch nicht. Nothing slows me down. So. Ronny kommt ein bisschen mit. Bestätigt, so. Und du lad einfach mal nur. Die Tür lose mal zu. Kein Risiko angehen. Oh, ein legendärer Sekuit. Aber der ist mal eigentlich relativ wumpe. Wow, this day just keeps getting better and better. Ja, der hat Raffi hat schon getroffen und der hat nur noch 9. Ach, schade. Ah, Ronny hat noch Gesicht. Das ist natürlich ärgerlich. So. Legen wir endlich los. Daniel geht mal hier hin und 60. Probier's mal. Zack.
Wie gesagt, der ist mal relativ egal. Markus geht zum Beispiel hier auf Feuerschutz. Patrick. Ah, warte mal, Patrick. Geht aus der Mohecke. Zumindest kostet nichts, mehr als 100%ig. Dann können wir es auch holen, weil das ist jo eigentlich schon ziemlich gut. Das heißt, er kann dann auch Molochvogel spielen. So, Alel, wo kommst du hin? Du kannst hier nicht durch, das ist schlecht. Dann kommen wir hierher. Und du stell dich einfach mal in die Pamba. Raffi, du hast noch 2. Was ist denn da? Hüter, okay, was du machst, ist mir wahrscheinlich eh klar. Check. Wow, wir haben 100% auf die Hüter. Aber hallo. Wow. Gekrittet. Der haut ab. Ah, von der Hinne macht das halt Dingsgedöns. Was machst du? Sie erstmal vorbeischießen lassen. So, aber der dort trifft auf jeden Fall. Jetzt hat er keine Deckung mehr. Schild ist weg. Der macht einen Trickshot. Das kann er aber nicht. Dann holt er sich von Daniel Annie ab. Das ist sehr schön. Ey, hallo. Ich glaube, es geht ab. Also. Du könntest mal noch pissig wäre. Och, Ronny, bitte. Muss es der Daniel machen. Ich würde eigentlich jemand anderem eine Beförderung geben. Das da probiere ich gar nicht. So. Noch eine Bonusaktion, finde ich gut. Dann gehen wir schnell hier hin. So, Raffi muss man nur laden. Du machst erst auch nichts Großartiges. Geh du nur ins Vor. So, Kremlin-Heilung auf der Raffi. Und dann kommst du nur ein bisschen näher, Patrick, damit du nicht mehr aufmachen kannst. Ja, und momentan nichts, ist okay. Ich hoffe es doch. Nee, der macht. Der weiß nicht, was er macht. Okay. Ich glaube, unser Zielwasser, das haben wir schon verbraucht komplett. Ja, zumindest das Schild ist schon mal weg. Okay, wir schießen die ganze Umgebung zusammen. Der Dom macht wieder Trickshots. Aber der ist so gut wie tot. Wo hierher? Ne, dann kommen wir hierher. Ist bestimmt besser. Puh. Wow, okay. Ach, der hat Panzerbrechen. Sehr schön. Oh, das ist hier mal richtig cool. So, und ich glaube, ihr wisst, was jetzt kommt. Da ist wieder was. Vierbeiniges, kuscheliges, das Streicheleinheit brauchen sie ganz dringend einfordert. Also, ich bin gleich wieder da. Okay, da sind wir wieder. Gut,
Patrick, gehen wir hier hin. Oh, der ist immun, okay. Sie spielt das noch nicht. Moment. Ja, noch ein bisschen Zeit. Ne, Feuerschutz. Du. Raffi. Nee, warte mal. Haha. Kein Risiko eingehen, bitte. Habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf. So, Patrick. Geht mal hier hin, damit er ein bisschen bessere Sicht hat. Du könntest eventuell nullladen. Nö, geh Feuerschutz. Okay, dann Daniel, warte mal, oder ich könnte unser Neuzugang hier. Ihr müsst ja eigentlich aufsinn. Haben Sichtkontakt zum Ziel. So, genau, Patrick hat Sichtkontakt. Dann machen wir das doch mal direkt. Das wäre natürlich sehr geil. Ich probiere es einfach mal, weil das da will ich eigentlich nicht, weil mir hat okay. Es gibt keinen negativen Effekt. Hopp, hopp, go, go. Ah, knapp. Mist. Aber gut. Mission erfüllt. Menes 1-5, Status bestätigt. Die Ladungen sind entschärft und das Paket gesichert. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde in der Nähe des Einsatzgebiets. Das können wir wohl tun, würde ich sagen. So, du kommst mal noch ins Zweite. Können die nicht zu uns kommen? Wäre das nicht einfacher? Oh. Noch ein Andromedon. Noch ein Hüter. Das ist jetzt ungut irgendwie. So, was wollen wir? Wir wollen. Was könnte man eigentlich wohl? Findet viel. Rafi könnte mal hier hingehen. So, ich könnte allerdings auch eine Frostbombe auf Dennis Schmeiser. Ich habe noch einen Mimic Beacon. Also es ist eigentlich prinzipiell okay. Daniel hat da Ruptur. Finde ich natürlich auch recht geil. Kannst du eventuell. Nee, stopp, stopp. Ich wollte das hier. Das probieren wir sie ja schon mal, ob wir dich irgendwie durchherziehen können. So. Geil. Da stimmt die Panzerbrechen-Munition, die ist so genial. Das ist ihm einfach egal. Das ist ihm einfach egal, er haut mir weg. Oh, hier ist immer noch gar keiner. Das ist natürlich ungut. Allel. Gerechtigkeit, siehst du nicht. Du könntest hier hingehen. Gerechtigkeit. Gibt's denn nicht? Ach, du siehst denn du hinne gar nicht. Pff, toll. Bringt uns jetzt gar nichts. Du kannst trotzdem nur. Der ist gut. Vielleicht soll ich nur um Feuer. Nee, stopp. 49, ja, ob dann. Nee, aber da ist ein bisschen was von der Dings weg. Raffi, warte mal. Du hast noch 4.
Das sind meine Bosch. Okay. Machen wir so. Gut, dann, was wir dann auf jeden Fall machen, ist eine Frostbombe. Go Boom! Go Boom, genau. Allerdings macht die nicht Boom, die macht eher Freeze. Und dann kann der Daniel, kommt ein bisschen näher. Da sind wir ja schon auch 37, das ist ja arg wenig mit Ruptur. Puh, komm, schieß. Gut, nicht so wild. Aber es hat schon was gebrungen. Ah, Mist. Schade, okay. Gut, dann fangen wir mal an. Daniel, 77%. Ja, das könnte auch noch ein bisschen höher sein, nehme ich an. 86. Dann gibt man mal da die Ruptur. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Ja, kann ich einfach hier hinstellen. Leute, ignorierst du deine Panzerung? Komm du mal da her. 94 ist relativ okay. Zack. Gut, dann darfst du noch einen Peitsche-Hieb machen. Ach du Herrje, das wäre aber richtig geil gewesen. Aber halb so wild. Das war nämlich nur eine kostenlose Aktion. Was ist denn das? Ne, bist du legend? Nö. Wow. Okay, aber okay, das habe ich jetzt nicht kommen gesehen. Ich habe mich gerade darauf geachtet, dass das ein legendäres ist. Wow, zu Daniel Glück gehabt. Oh Mann, 4 verwundete Soldaten. Ungut. Wer ist ein Man of the Match? Daniel. Zu alt für diesen Scheiß. Ajo. Das war eher unglücklich. Naja, aber wir haben es geschafft und die Attentäterin war gar nicht kommen. Hm. Hat die Angst oder die ist eigentlich ein bisschen überfällig, glaube ich. Attentäter kündigten heute eine Erhöhung der monatlichen Rekrutierungsquote an. Die Bürger werden aufgerufen, sich freiwillig in ihrem Rekrutierungszentrum zu melden. Gut. Auf jeden Fall, der Raffi. Raffi war es gar nicht mit Beförderung, oder? Also erst verschrecke mal. Oh, 6 Tage. Das ist gar nicht schlimm. Daniel. Boah, guck ihn echt mal an. Der ist gleich wieder dabei. Der ist hart im Nimmer. Der ist 10 da weg. Raffi hatte Beförderung. Explosive Mischung. Kann man endlich mal einfach so wild herumbomben. Geschafft. Ja, finde ich gut. Hallo, Commander. Ja, ein Ingenieur. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit dem machen soll, aber. Ins Energierelais. Ich. Keine Ahnung. Etwas kaufen auf keinen Fall, weil ich brauche Geld für die Plasmalanze. Gebäudezug. Wie lange bist du da? 20 da. So wie sehr Sie schön. Davon getrieben sind, ihre Leute von der vermeintlichen. So, jetzt holen wir aber eher schon mal das Zeug, was du leid. Treibt mich die Last der Ehre zum Dienst im Namen der Götter. Es ganz ist, gleich, ist mir egal, was dich antreibt. Ah, hallo. Commander, die
Das ist nicht nett. Nein, überhaupt nicht. Strahlenkanone, das ist 8 voll, aber ich habe hier Geld. Okay, das ist sofort. Das machen wir dann mal direkt. Das ist eigentlich, was ist denn das? Experimentelle Rüstung, okay. Ihre Rüstungen sind vielleicht das größte. Datenspeicher, Servo-Rüstung könnten wir eventuell mal anfangen. Oder ist hier noch irgendwas? Was gibt denn da? Sektorpoden, die müssten wir machen. Aber dann würde ich lieber die Servo-Rüstung holen, weil die bringt Mami. Das können wir noch schnell abreißen. Ich habe bemerkt, wie Mannschaftsmitglieder. So kann ich das doch jetzt mal ohne Unterbrechung machen. Nico wieder dabei, Alex wieder dabei. Wenn ich das nicht selbst hätte tun müssen, wäre Verteidigungsmatrix. Gut, mehr nur hier Geld, mehr machen wir jetzt einfach mit das hier. Das muss einfach Sinn. Kein Problem damit zu haben, völlig autonome Waffen in direkter Nähe zu heißen einige Leute Zukunftssäurebombe, die nehme ich gern. Giftgeschoss, Hammer. Das ist in der Tat eine wichtige Aufgabe, aber Commander. Die Säurebombe ist sehr geil. Es ist gut, dass Sie neues Personal fürs Ingenieurteam rekrutieren, aber zurzeit sind noch immer nicht alle Ingenieure zugewiesen. Ja, ich habe aber momentan nichts, was interessant wäre. Eine Einrichtung besetzen. Nee, machst du erstmal nichts. Ich brauche kein Dings. Der soll ein bisschen chillen. Soll die Avenger putzen. Muss ja auch sauber sein. Okay, ich check jetzt nochmal, ob wir potenziell Leute haben, um dem Attentäter in der Alavera zu kicken. Der Daniel könnte auf jeden Fall dabei sein. Die neue Uniform ist nicht übel, aber manchmal fehlt mir der verdammte Pullover schon. Das ist das Ding, wo er am ersten Teil anhört. Die Juliana wäre dabei, die hätte ich auch sehr gerne dabei. Das Jasmin ist auch schon ein Captain. Das ist doch schon mal was. Die Jasmin könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Daniel könnte ich mitnehmen. Und zwar der Holly mitnehmen. Der Christian, der muss dann wohl durch. Doch, du könntest mal der Holly und Christian mitnehmen. Das wäre okay. Der Christian auf jeden Fall zur Ablenkung. Also wenn neun die andere Feinde spawnen, dann kann der sich mit denen beschäftigen, zumal er ja auch parieren hat. Die Wende ist ein der Hoshi Nummer. Genau, du Scharmützler. Ich glaube, die sind alle gar verletzt, oder? Jo. Leicht verwundet, 43 Stunden. Stopp, du bist kein Scharmützler. Was gucke ich denn hier? Der Markus könnte mit. Zwei Ranger will ich jetzt wirklich nicht mitnehmen. Kann der Daniel auch daheim bleiben? Aber das wäre gut. Könnte ich ihn mitnehmen? Ihn? Sven ist bereit. Und Eva. Das wäre eigentlich so eine Sache. Weil hier sind wir doch echt schon bereit davor. Ich denke schon. Weil ich hätte überhaupt keinen Bock, dass der Junge uns angreift. Regeneration, okay, wachsam. Explosionen sind egal. Durch Scharmützler und drei oder mehr Angriffe. Dann müsste man nur gucken, dass man irgendwie jemand mitnimmt, der ein bisschen Druck machen kann. Okay, das überlege ich mal noch. Machen wir hier sehr schnell Cut und ich gehe nur davon aus, dass man in der nächsten Folge dann den Auserwählten angreife. Weil der nervt mich ehrlich gesagt und ich hätte ihn gerne weg. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.